herzlich willkommen zurück. Ihr seht, direkt geht's weiter hier. Wir gehen jetzt unten in die Ruine, holen die Metallblume und den Energie... Ist es eine Energiezelle oder Energiekern? Ist ja egal. Auf jeden Fall werden wir auch dieses Energieding holen. Ihr seht, so langsam wird die Karte weniger, deshalb machen wir jetzt mehr Quests dann demnächst. Wir wollen jetzt nur noch Quests, Quests, Quests. Hops mit ihr. Aber sonst ist hier unten nichts gewesen. Genau. Nee, da grasen wir jetzt hier unten alles ab. Machen jetzt hier die Brutstätte. Brutstätte. Hier die Ruine. Dann das Panorama. Hier haben wir noch einen Jagdquest, den wir eigentlich jetzt machen könnten, langsamer. Hier hinten, das werden wir auch noch holen jetzt. Nächsten zwei, drei Folgen. Also ihr seht, was wir jetzt zu tun haben. Auf geht's. Hier ist, glaube ich, das Gebiet, wo es 1000 Millionen Blumen gibt. Das ist nämlich auch das Gute. Das brauche ich. Weil ich meine, dass am Anfang... Das spielt noch richtig viele Blumen da waren. Hier geht's rein. Yay. Hä? Kann ich doch fallen? Dieser alte Ort. Ich war seit Jahren nicht mehr hier. Mal sehen, was ich finde. Sehen, was ich finde. Wäre schön, wenn du überhaupt was findest. Was hat uns noch gejagt? Also als Kind war es auf jeden Fall leichter hier durchzukommen. Du bist ein bisschen fett geworden da. Lustigerweise ist jetzt die Tür offen. Vorher war die ja nur so angelehnt. Also war ja dann hier nochmal jemand, oder? Gar nicht hier drauf gezeigt. Da ist das Blumeli. Aber wie kommen wir jetzt dahin? Können wir das in die Luft jagen irgendwie? Müsste ja noch dieser Energie-Teil sein. Da gehen wir jetzt erstmal hier gucken. Was haben wir da? Nix. Voll. Alles leuchtet, aber nichts passiert. Dort hinten. Ich frag mich, ob ich da reinkommen kann. Jetzt, wo ich älter bin. Da ist noch ein Datenpunkt oder sowas. Aber wie kommen wir da rein? Ich geh ihn erstmal aus dem Weg. Wem denn? Hier ist doch gar nichts. Jetzt verarschen da. Mach mal
abschlagen. Super, dann hätten wir ja vorhin noch direkt dahin gekommen. Alles Gute hat ein Ende. Direktorin Evans. Hier liegt die Evans. An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leider muss ich mitteilen, dass unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden sind. Die Vichida-Linie ist gefallen. Unsere Position wird in weniger als 24 Stunden überrannt werden. Wie Sie sicher verstehen werden, steht kein Abtransport zur Verfügung. Es steht Ihnen frei, die Anlage zu verlassen und Ihr Glück zu versuchen. Schleuse 2 wird um 21 Uhr entriegelt und bleibt dann 15 Minuten geöffnet. Viel Glück! Für diejenigen unter uns, die nicht auf der Flucht sterben wollen, findet um 22 Uhr eine Versammlung im Gemeinschaftsraum statt. Schwester Chana wird geeignete Mittel zur Verfügung stellen. Ich möchte betonen, wie stolz ich auf jede einzelne Person bin, die hier gedient hat. Es ist wichtig, daran zu denken, dass unser Opfer nicht vergeblich sein wird. Ich hoffe, das macht die Sache etwas leichter. Seit Monaten unterschreibe ich meine Nachricht mit Direktorin Evans. Aber ich glaube, wir können diese Formalitäten jetzt bleiben lassen. Hochachtungsvoll, Anne. Die Arme. Hier lag also Anne. Hier ist die Energiezelle. Genau. Ich bin längst weg. Eine Energiezelle. Die brauche ich, um an die Rüstung in dieser alten Ruine zu gelangen. Ja, deshalb haben wir sie auch eingesammelt, Mädchen. Cool. Dann müssen wir ja jetzt zurückgehen, wo wir eigentlich eben herkamen. Wir hätten das Ding einfach kaputt schlagen können. Kaputt schlagen ist immer die beste Methode. Toll. Hier kann man natürlich nichts kaputt schlagen, auch nicht schlecht. Hä? Von wo kamen wir denn überhaupt? Ich hab mich verlaufen. Geht's immer weiter rein? Wir wollen ja nicht weiter rein, wir wollen ja raus. Das wird zu schwer. Ah, hast du Pech gehabt. Hier sind nur Ratten. Das leuchtet in dieser Ruine. Komisch. Man kann sie kaputt schlagen, die nicht. Quasi müssen wir jetzt wieder nochmal durch den Eingang. Das war ja direkt am Eingang, das hat geklappt. Hä? Wo ist die Ruine hin? Sieht jetzt ganz anders aus wie vorhin, oder? Hä? Ich will da nur die Metallblumen.
Ich hätte gerne eine Taschenlampe oder sowas. Einmal im Kreis gelaufen, aber wie das denn? Ja toll, von da kamen wir. Wir wollen jetzt zurück zu dem anderen Eingang. Oder wo wir hier? Da möchte Blume. Ich verstehe gerade, warum wir diese Blume nicht mehr finden. Da müsste die sein. Entweder ist das der Ausgang oder der Eingang. Wir sehen es jetzt.
Die Muster auf dieser Blume sind seltsam. Unfassbar. Der Ruine verlaufen. Und jetzt schnell raus hier. Ist ja auch mega behindert in dieser Wegweise. Hier soll irgendwo eine Treppe sein. Toll, toll, toll. Da geht's dann hoch wahrscheinlich. Wir laufen also im Kreis. Hier nie wieder raus, Leute. Das wird unser Grab sein. Ist das hier der Punkt, wo der Ausgang ist? Waren wir da woanders? Ich weiß es nicht mehr, weil das hier gleich aussieht.
Oder da geht's, glaube ich, raus. Oder hier oder überall geht's raus. Toll, wir haben den Maschinenkehr, die Energiezelle und alles, aber wir kommen nicht mehr raus. Vielleicht hier ging's raus. Ich dachte, wir kommen nie wieder raus und sterben da einfach so jämmerlich. Abspeichern, Leute, abspeichern, abspeichern, abspeichern. Puh. Hä? Ich bin diesen Baum gesippt, ey. So, Leute, da haben wir es endlich geschafft, hier rauszukommen. Das war's für diesen Part. Ich hoffe, euch hat mir dieser Part genauso gefallen wie mir, außer dass es rumirre, das hat mich genervt. Und ansonsten vielen Dank fürs Reingucken. Was ist denn das für ein Fingerabdruck da? Hä? Kenn ich gar nicht. Wir werden diese Sachen auf jeden Fall im nächsten Part überprüfen. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Reingucken und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, ciao!